bist schon sehr lange ein Lingoni German Fan. Ich glaube sogar seit es German with Jenny gibt. Deswegen, ja, Grüße nach Texas. Ich war noch nie in Texas, aber ich würde super gerne mal nach Texas fahren bzw. fliegen. Ja, how's everyone doing? Where are you guys and what are you doing? Wo seid ihr und was macht ihr? Wo seid ihr und was macht ihr? Wo seid ihr und was macht ihr? So, where are you and what are you doing? Ich bin zu Hause mit meinen beiden Hunden, die da sind. Snoopy möchte Hallo sagen. Dann komm her, Snoopy Doopy. Oh, Snoopy möchte Hallo sagen. So, Snoopy ist da und Jenny ist da. Hallo ihr Lieben, hallo Thiago aus Rio. Ich kannte auch mal einen Thiago aus Rio. Wie geht's dir? Hi Thiago, hi Casey, hi Lulu. Schön, dass ihr da seid. Ja, was macht ihr und wo seid ihr? What are you doing and where are you? Tell me where you are and what are you doing? Auf Deutsch, bitte. Helena ist in Hessen. Cool. Hi, Ali. Noopy doopy. Ja, erzählt mir, wo ihr seid. Tell me where you are. Ich bin zu Hause auf dem Sofa. Rosie, du musst sagen, ich bin zu Hause und sitze auf dem Sofa. Okay? Ich bin zu Hause und sitze auf dem Sofa. Hi, Dinesh. Schön, dass du da bist. Okay, Thiago ist zu Hause. Cool. Wo sind die anderen? Where are the others? In Berlin, also River Blau ist in Berlin und entspannt sich zu Hause. Cool. Da ist jemand aus Indonesien, Sri Lanka, China. Ja, sehr cool. Florida. Oh, ich wäre jetzt gerne in Florida. Ich glaube, da ist das Wetter besser als hier. Hier ist es kalt und nass. Ja. Ich habe heute schon zwei Videos gedreht. Und beim ersten hatte ich leider Tonprobleme und musste das neu drehen. Und das war echt nervig. Aber es waren Gott sei Dank kurze Videos. Das ging schnell. Berlin, cool. Okay, Roman ist zu Hause. Hallo nach Wisconsin. Ich war schon mal in Wisconsin, aber in Milwaukee noch nicht, glaube ich. Ja. Okay, Kanada, sehr cool. In Indien ist das Wetter sehr schön. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Hier ist das Wetter grauenhaft. Wie immer im Winter und im Herbst. In Deutschland. Ja. Habt ihr ein Getränk? Ich habe Kaffee. Ich trinke Kaffee. Damit ich nicht einschlafe. Ich trinke Kaffee. What are you guys drinking? Was trinkt ihr? Was trinkt ihr? What are you guys drinking? Was trinkt ihr? I'm just repeating because some of you are beginners and so it's easier if you hear it many times. It's just easier to remember. Mein Hund heißt Snoopy. Mein Hund heißt Snoopy und er ist 10 Jahre alt. Er ist 10 Jahre alt. Genau. Nur Wasser, okay. Helena trinkt Wasser. Ute trinkt Sprudelwasser. Das ist sehr lustig, weil ich habe heute ein Video über Sprudelwasser gedreht und Ute hat dieses Skript geschrieben. Und eben haben wir uns noch über das Skript unterhalten. Genau. Sprudelwasser bedeutet Sparkling Water. Sprudelwasser. Und dazu gibt es bald ein neues Video. Mögt ihr Sprudelwasser lieber oder lieber stilles Wasser? Was mögt ihr lieber? Gobinath trinkt grünen Tee, Valdivino trinkt Kaffee. Okay. Orangensaft. Kaffee. Okay. Trinkt ihr lieber Sprudelwasser? Trinkt ihr lieber Sprudelwasser oder stilles Wasser? Do you guys prefer drinking sparkling water or still water? Also ich trinke meistens Wasser aus dem Hahn, also Leitungswasser. Tap water. Genau. Wobei ich mir eventuell mal einen Filter zulegen sollte, weil man sagt ja, es sind Hormone im Wasser und das ist nicht so gesund. Aber bisher habe ich mich noch nicht um einen Filter gekümmert. Ja. Habt ihr einen Filter zu Hause? Oder trinkt ihr Wasser aus dem Supermarkt?
Amer sagt, ich trinke stilles Wasser. Okay. Und Captain T sagt, ich trinke kein Sprudelwasser. Okay. Okay, Michael sagt, ich trinke morgens Tee. Ich glaube, du willst sagen morgens, in the morning, ne? Ich trinke morgens Tee. Ja. Morgens trinke ich Kaffee, kein Tee, leider. Wasser hat zu viel Kalk bei Helena. Da, wo Helena wohnt, hat das Wasser zu viel Kalk. Ich glaube, hier geht es. Hier ist es in Ordnung. Hallo, Ayushi. Schön, dass du da bist. Amer sagt, er kauft Mineralwasser. Okay, Push Peter sagt, ich liebe Sprudelwasser. Ja, ich mag beides. Ich mag Sprudelwasser und ich mag stilles Wasser. Beides. Aber mit R, Sprudelwasser. Ne? Nicht Sprudelwasser, sondern Sprudelwasser. Hier das R kommt aus der Kehle. Rrr, Sprudelwasser. Wie spät ist es dort? Hier ist es 15 Uhr. Also 10 nach 3 eigentlich. 10 nach 3. Also 15 Uhr 10. Ja. Es wird bald schon dunkel, leider. Ja, weil wir sind ja jetzt hier in der dunklen Jahreszeit, ne? Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Snoopy. Das habe ich aber eben schon gesagt, ne? Snoopy heißt mein Hund. Ich mag Sprudelwasser nicht, okay. Gut, sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Do you guys want me to speak German or English today? Because I was planning on speaking English, because I want to explain to you all the mistakes that beginners and advanced beginners make. So what do you guys prefer? I can also speak both. I can try to speak both. It depends on what you want. Okay, jemand sagt auf Deutsch, dann sagt jemand auf Englisch. Snoopy ist ein Dackelmischling. Snoopy ist ein Dackelmischling, which means it's a Dachshund mix. He's not a purebred, he's a mix. Er ist ein Mischling. Genau. Snoopy ist ein Dackelmischling. No. Oh, scheiße. Sorry, guys. This has never happened before. My laptop is pretty old. I mean, yeah, it's pretty old and it was not very expensive. So it doesn't warn me when the battery dies. It just shuts off. And that's what just happened. So sorry about that. but I guess I was just away for like a minute or two. Okay. Yeah. Das sagt man aber nicht hier. Das ist kein gutes Wort. Okay, also, ich bin wieder da. Schön, dass ihr auch noch da seid. Ja, ich würde sagen, wir fangen in 4 Minuten an. We'll get started in 4 minutes, okay? We'll get started in 4 minutes. Ja, also, seit wann seid ihr eigentlich Abonnenten vom deutschen Kanal? Since when have you been subscribers of the German channel? Since when have you been subscribers of the German channel? Seit wann seid ihr Abonnenten? Let me know.
Seit 4 Jahren, cool, okay. Miguel ist seit 4 Jahren Abonnent. Ankur seit 3 Monaten. Couple of months, seit 3 Monaten, seit 4 Monaten. Seit heute. Mohammed ist seit heute Abonnent, okay? Nicht so lange. Ja, ihr könnt später dieses Video auf dem Kanal sehen. You can watch this video later on the German channel. Michael ist seit November 2015 Abonnent, wirklich? Also quasi seit Anfang an. Wow. Von Anfang an, krass. Ja, ich weiß nicht, wann habe ich das erste Video hochgeladen, 2015? Ich weiß es nicht. Im Mai, glaube ich. Wahnsinn. 2015, schon lange. Seit circa 4 Monaten. Ich habe es vergessen. Seit einem Jahr, seit 4 bis 5 Jahren. Okay. Wie sagt man, Laptop's battery is dead? Mein Akku war leer. Mein Akku war leer. Oder man kann den Genitiv benutzen. Der Akku meines Laptops war leer. Der Akku meines Laptops war leer. Okay. Seit 4 Monaten. Okay, also die meisten sind seit diesem Jahr Abonnent, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe. Seit 2 Monaten, seit 3 Jahren. Okay. Ja, sehr schön. Also die meisten hier sind relativ neu. Das ist cool. Ja, ich würde sagen, wir legen los. I would say, let's get started. Okay? All right, so the very first mistake that people usually make is saying, this is actually a pretty funny one. Ich bin heiß. So I guess if you translate literally the phrase I'm hot into German, it gives you ich bin heiß. But when you say that, it means I am sexy. I'm hot, I'm sexy. I'm sexually attractive. So not good. Don't say that. You have to say mir ist heiß. So that is really important, okay? Could be funny if you say the other one. Mir ist heiß. Literally, this means actually, to me it is hot. Yeah, mir ist heiß. Because mir can be translated to me or for me. Okay, mir ist heiß. Oder, how would you say you are hot? Like the temperature. You feel hot. How would you say that? You would need the dative case for that, a dative pronoun. Danke, Cendrillon. Genau, richtig. Dir ist heiß. I guess usually we wouldn't say it that way. We would ask someone if they're hot. So how would you say, are you hot? Are you hot? How would you say that? Mir ist kalt, yeah, that's right. No, ich bin kalt, no, you have to say, mir ist kalt. Very good, yes. Ist dir heiß? Very good, yeah, correct. Ist dir heiß? So if you see like someone sweating with like a red face and, you know, they're obviously feeling hot, you can ask them, ist dir heiß? Ist dir heiß? Or what is the formal way of that? What is the formal way if you don't know the person well or if you're talking to a stranger? How would you ask them that question? Are you hot? Das Menü. No, we have to use the dative case. Bist du heiß would be, are you sexy? Yes, correct. Ist Ihnen heiß? Genau. Ist Ihnen heiß? Richtig. Sehr gut. We have to use ist Ihnen heiß. Okay? Genau, sehr gut. How would you say we are hot? Like me and another person, we're sitting here and we're saying, oh, we're hot. How would you say that? This is good to practice the dative case. How would you say that? Yes, correct. Uns ist heiß. Perfekt. Sehr gut. Uns ist heiß. Perfect. Now, if I'm talking to a group of people and they look like they're hot and I would ask them, are you guys hot? How would you say that? The informal way. Are you guys hot?
How would you say that? Euch ist heiß, yes, okay, that's a correct sentence, but we're asking this, are you guys hot? Yes, Miguel, sehr gut. Ist euch heiß? Ist euch heiß? Yes, perfect. Okay, so you have to, for this, in order to form the sentence or to ask this kind of question, you have to use the dative case. So you have to know dative pronouns, okay? I also have a video about that in the A1 playlist on our channel. So you need to know all of these pronouns. I will write them down for you. These are the ones that you need to know, okay? Mir ist, it works the same way for kalt, right? Mir ist kalt. Dir ist kalt. Ihm ist kalt. Uns ist kalt. Euch ist kalt. Ihnen ist kalt. Yes, so this is how it works, okay? So literally, to me it is cold, to you it is cold, to him it is cold, to her it is cold. Oh yeah, I forgot her. Ihr ist kalt. So she is hot. Ihr ist kalt. Okay, so I'm gonna act something. I'm gonna act out something now, and you have to ask me a question. Okay, let's see if this works. What kind of question could you ask me here? Yeah. So what can you ask me? Yes. Correct. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Sehr gut. Ist dir kalt? Okay, so now something else. I'm not good at this. How would you, what would you ask me? Ist dir heiß? Yes, very good. Ist dir heiß? You can also say, mir ist warm. So I'm not hot, I'm warm. Okay, so it's still a little bit too warm, but it's not hot. So it's kind of like a little less than hot. Mir ist warm. Ist dir heiß? Yes, very good. Super. Sehr gut. Bist du müde? Okay. Could be, yes. That's a question you could ask me. Genau, richtig. Okay, oh, this is actually a fun game. Let's do something else. I will show you another emotion and you will ask me something about that emotion. Okay, so here goes. This is actually a very, very similar one. You need to use the dative case as well. What am I? Okay, bist du traurig? Yes, I guess traurig, I would be like, this would be traurig. I mean, if I'm exaggerating. yes, this is correct. Ist dir langweilig, which means are you bored? Thomas, what you are saying is, are you boring? Wait, where's your comment? I'm trying to find it. Can't find the comment anymore. Anyway, so ist dir langweilig means are you bored? Or literally, is it boring to you? Ist dir langweilig? So this is another common German mistake. If you say mir ist langweilig, it means I am bored. But if I say ich bin langweilig, it means I am boring. So that's a very, very common mistake and has a totally different meaning, right? So mir ist langweilig. But if someone else finds me boring, they could say, du bist langweilig. Du bist langweilig. You're boring. Right? So the correct way would be, mir ist langweilig. So let's say there are two people here or more people, and we're all bored. How would you say we are bored? How would you say that in German? No, I'm not sick of your lack of knowledge. Otherwise, I wouldn't be sitting here, right? I like teaching German. Yeah, especially online. Teaching online is great because I can reach so many of you. It's much better than in a language school where I can just talk to like 30 people. And here I can talk to hundreds of people and it's nice.
Yes, uns ist langweilig. Sehr gut. Uns ist langweilig. Genau. Uns ist langweilig. Perfekt. Okay. So. Let me th see if I can think of any other examples. Ah, you can also say, ich bin gelangweilt. This actually means I'm bored. It's just another adjective you can use. Maybe a bit more advanced. Ich bin gelangweilt. Uns ist langweilig, uns ist kalt. Ja, super, perfekt. War nur Spaß, sagt Helena. Genau, sehr gut. Okay, also ihr wisst jetzt, ich bin heiß would be I am sexy und mir ist heiß would be I'm hot, right? So you know that difference now. So, ich bin heiß. That's the difference, okay? That's something you have to remember. Und auch, ich bin langweilig, I'm boring, versus mir ist langweilig, I'm bored, okay? So that's the difference. Okay? All right. So the next mistake that a lot of people make are when they want to say, I'm fine or I'm doing well. Okay. Some people say, like someone may ask you, wie geht es dir? And then some people say, ich bin gut or ich bin okay. And that is wrong. Okay. That doesn't work. Actually, I'll probably delete that again because I don't want to have any wrong. Oh, can I delete that? I can put myself in timeout. I don't want to do that. If for some reason, I cannot delete my comment. Anyway, I just explained it to you. So that is, doesn't work, okay? You can say, ich bin gut in Mathe. I'm good in ma at math. Or ich bin gut in Sport. I'm good at sports. Oder ich bin gut in logischem Denken. I'm good at thinking logically. Oder we can also have two clauses. Ich bin gut darin, Gedanken zu lesen. I'm good at reading thoughts. Ja? Oder ich bin gut darin, neue Sprachen zu lernen. I'm good at learning new languages. So in this case, it does work. In this context, it does work. But you cannot just say, ich bin gut, when someone asks you, how are you? Okay? Minimal, you have to say, ich bringe dich zum Lachen, not dir. Ich bringe dich zum Lachen. Okay? Also, so when someone asks you, wie geht es dir? You have to say, or you can say, mir geht es gut oder mir geht es ganz okay oder mir geht es nicht so gut oder mir geht es ziemlich schlecht, I'm doing pretty bad. Oder mir geht es überhaupt nicht gut, I'm not doing well at all. Oder ja. I could teach you some swear words too, but maybe not. Also, those are the basic ways to say it. Or you can also say, bei mir ist alles okay. That's also a very colloquial way to answer. Bei mir ist alles okay. Oder bei mir ist alles klar. Oder bei mir läuft's. That's also a very colloquial way to say it. Bei mir läuft's. Oder also some people, if they want to be extremely cool, they should just say läuft. Läuft. Es läuft bei mir gut. You can say that as well. Yes. Es läuft bei mir gut, genau, mir geht es nicht so gut. Ja. Oder bei mir, yeah, you have to say, Lulu, you have to say, bei mir ist alles in Ordnung. Okay? Bei mir ist alles in Ordnung. Ja? So now you know that you shouldn't say, ich bin gut oder ich bin okay. You have to say, mir geht es gut, mir geht es ganz okay und so weiter. Ja? Geht so, yes, is also what you can say. So, someone asks you, wie geht's dir? Oder wie läuft's? Then you can say, ah, geht so.
which means not great, not super great, not really bad, but just like more or less, you know, like, I guess you would say okay. I guess you would say okay. Right. Geht so, I guess it's more negative than okay. You could say, yeah, not that great, I guess, in English. Yeah. Oh yeah, you can also ask someone, wie läuft's? I just said that, but I didn't explain it to you. So how is it running, literally? Wie läuft's? When they want to know how are you doing, okay? Genau. Yeah. So now we've already covered two mistakes. So don't say ich bin heiß and don't say ich bin gut, okay? Comme ci, comme ça in French, yes, but I think they don't say that anymore. I think that's kind of old-fashioned. I think that they would say ça va or bof. They say bof in French if they want to say geht so, bof. What's the English way to say that? I can't think of it right now. Maybe you guys can think of it. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir weiter. If you are talking about so-so, yeah, but I think people don't really say that anymore, so-so. More or less, yeah, okay. All right, so let's talk about the next mistake, mistake number three, which is when you're talking about your age, yeah? Also, wie alt bist du? Oder formal, wie alt sind sie? Then a lot of people say, well, especially people from Portugal and Spain and France, they would say, ich habe Jahre alt. Because that's how you say it in French, Portuguese, and Spanish. Tengo 30 años. Oder j'ai 35. But in German, we don't use the verb haben. We use the verb sein to talk about age. Okay? So you would say, ich bin 35 Jahre alt. I'm 35 years old. Ich bin. So I am 35 years old. We don't say I have 35 years old. We say I am. Wie alt seid ihr? Rosie ist 31 Jahre alt. Okay. Wie alt sind die anderen? Okay. Ich bin 30 Jahre alt. Okay. Lulu sagt, ich bin 28 Jahre alt. Leo sagt, ich bin 45 Jahre alt. Cool. Wie alt sind die anderen? Ich bin 63 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt. Ein Tag, glaube ich nicht. Ich bin 25 Jahre alt. Okay, also ihr seid alle, ja, zwischen 20 und 65. Okay, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt, ich bin 25, 32, okay. Ihr seid noch alle sehr jung. Ada will nicht verraten, wie alt sie ist. Ja, cool, sehr gut. Also, ich bin 33 Jahre alt. Okay, Bashar ist 33 Jahre alt. Steve ist 25 Jahre alt. Okay, ihr seid, die meisten sind jünger als ich. Oh ja, oder genauso alt wie ich. Ein paar sind älter als ich. Michael ist über 65. Michael, du würdest sagen, ich bin über 65. Ja? Yeah? That's the way to say it. Ja, yeah, super. No, you don't always have to say Jahre alt. You can just say, ich bin 35. That works. Context is clear. That works. Mm-hmm. Gut, weiter. Wir machen weiter mit Fehler Nummer. Wie viele Fehler haben wir schon gemacht? 1, 2, 3, 4, ne? Fehler Nummer 4. Okay, so in English, you can say, I'm going to Italy. Like, let's say, in December, I'm going to Italy. Right? So this means, you could be flying there or driving there or walking there or riding your bike there. We don't really know because in English, it's just super general. But in German, we have to be more specific. You have to use the verb
that shows what kind of transport you're using. Okay, so you wouldn't say ich gehe nach Italien, because if you say ich gehe nach Italien, that means you're going to walk there using your feet. Okay, and most people won't do that unless they're really athletic. Ich gehe nach Italien, I'm walking to Italy. But if you're say, let's say you're taking the train, you would say ich fahre nach Italien. So if you're taking the train or the bus or your car, anything that has wheels on the ground, you would use fahren. Even if you're riding your bike, you would say ich fahre nach Italien, okay? Ich fahre, not ich gehe. Gehen, using your feet, fahren, using wheels and a vehicle. No matter what kind of vehicle, if it's a vehicle, you use fahren. And if it's something that has wheels but also wings, like an airplane, you would use fliegen, of course. So ich fliege nach Italien, okay? Ich fahre nach Italien, ich fliege nach Italien. If you're moving there, so, you know, you're taking all your belongings, moving there and staying there for a very long time, you would say, ich ziehe nach Italien. Or not a very long, maybe if you're moving there for 3 months, you can also say that. Ich ziehe nach Italien, okay? Ziehe actually means to pull, but in this case, it means to move there. Ich ziehe nach Italien. Lulu, you have to say, ich fahre im September nach Deutschland, okay? Fahre im September. So first you have to say when you're going, the time, and then you have to mention the location. So the time is September and the location is Germany. Ich fahre im September nach Deutschland, okay? If you're going by ship, you would also say, wir fahren, genau, wir fahren nach Italien, genau. Wohin fahren wir? Wir fahren nach Italien, ja. Genau. Erst Zeitangabe und dann der Ort, genau. Also zum Beispiel, ich fahre nächstes Wochenende nach München. I'm going to Munich next weekend. Yes, sehr gut. What's the difference between ziehen and umziehen? Good question. So you can say, ich ziehe nach Deutschland oder ich ziehe nach Deutschland um. There's no difference there. I actually have a video. I think it's in the B1 playlist on my channel, on our channel. Yes. So umziehen is just more specific. So we know that you're really talking about moving there, taking your moving boxes and a moving truck and moving there. Okay. And ziehen can be to move to a place, but it can also be to pull something. Like ich ziehe am Seil. I'm pulling on the rope. Okay. So it really depends on the context, but if you're talking about moving to a place, you can use both. Ich schwimme nach Italien, yes. So I guess you're a triathlon athlete, triathlete. So I guess in that case, you could say ich schwimme nach Italien, yeah. If you're that athletic. Ich fliege im Juli nach Deutschland, genau. Cool, sehr gut. Okay. Maybe we can do a little quiz for those of you that were here since the very beginning, and even after I disappeared for a minute because my battery was empty. So how would you say, I am hot because the weather is hot? How would you say that? Let's see if you guys listened and learned. I should really get used to looking into the camera, but it's just kind of annoying because I have to read the comments, so I can't like always look at you. Yeah. Yes, but you have to use the SZ. Mir ist heiß mit SZ, not SS. SS is acceptable in Switzerland, but not in Germany. You have to say mir ist heiß. Genau. Genau, super, perfekt. And if I ask you wie geht es dir? What would a correct answer be? How would you answer that question? Wie geht es dir? Michael, you have to say mir ist heiß, weil es warm ist. You don't have to say weather. You can just say mir ist heiß, weil es warm ist. It's clear that we're talking about the weather, so you don't have to say weil es Wetter warm ist. It sounds a bit unnatural. So just mir ist heiß, weil es warm ist. Okay? Genau. Okay. Pushpita, I would say mein Akku war leer, because it's an Akku in my laptop. Okay, so some people...
Yes, mir geht es gut, das ist richtig. Oder mir geht's gut. Oder was, mir geht es schlecht, ja, das kann man auch sagen, genau. Ja, geht so, kann man sagen, perfekt. Was kann man noch sagen? Mir geht es ganz gut, ja, perfekt. Catherine hat recht. Sehr gut, mir geht es ganz gut. Mir ist heiß. Mir geht es ganz gut, ja, super. Okay, perfekt, sehr schön. Okay, next question. Wie sage ich denn, how do I say in German? I am 60 years old. Wie sagt man das auf Deutsch? How do you say that in German? Mir geht's super, kann man auch sagen, genau. Und dir? Mir geht's wunderbar. Ja, sehr schön. Ja, super. Ich bin 60 Jahre alt. Sehr gut, Lynette. Super. Oh, die Kommentare wandern so schnell. Ah, hier. So. Ich bin 60 Jahre alt. Genau. Oder man kann sagen, ich bin 60. Walid, ich bin 50 Jahre alt. Der Satz ist auch richtig. Ja. Thomas, du musst sagen, ich wünschte, ich wäre 50 Jahre alt. So that means I wish I were 50 years old. Ich wünschte, ich wäre 50 Jahre alt. Genau. Okay. Gut. Sehr gut. Nächste Frage. Next question for you guys. Is there something else I can ask you? Oh yeah, no. I think that's it. Ja, yeah, das ist alles. Okay, the next common mistake that people make is they confuse bekommen for become. Did I just say that right? So, bekommen is a false friend. Bekommen does not mean to become in English. Bekommen means to get or to receive something. Okay, zum Beispiel, ich habe ein Fahrrad bekommen. I got a bike. Ich habe ein Fahrrad bekommen. So someone gave it to you as a present or loaned it to you. Ich habe ein Fahrrad bekommen, okay? So that's what bekommen means. You receive something, you get something. Oder er hat kein Ticket mehr bekommen. He didn't get a ticket anymore. So tickets were sold out. Er hat kein Ticket mehr bekommen. Ich habe einen Brief bekommen, genau. Ich habe einen Brief bekommen. I got a letter. Super. Sehr gut. Kriegen, yes, kriegen works, but it's colloquial. So maybe don't use it in a letter because it's colloquial. You can say that when you talk to people on the street, but don't say it in writing. Doesn't sound so nice. Genau. Ich habe ein, Lynette, you have to say, ich habe einen Hund bekommen. When I hear the word Lynette, I have to think of Desperate Housewives. It's like a show that I love and I've watched it like, I don't know, 10 times maybe. And I really like Lynette. She's awesome. She's always stressed, but she's so funny. Yeah, I like Lynette a lot. Ich mag Lynette. Okay, also ich habe einen Hund bekommen. I got a dog. Yes. So the question is, how do we say, when do we use let me think. So bekommen does not mean to become. If you want to say that something is like changing, we use werden, right? Werden. Zum Beispiel, ich werde älter means I am getting older, right? Oder ich werde morgen oder ich werde nächstes Jahr 36. That means I am turning 36 next year. Ich werde nächstes Jahr 36. Oder in the past tense. Er ist rot geworden. Literally, he became red or he blushed. His face became red. Er ist rot geworden. Okay. Oder I want to
I want to be a doctor. Become a doctor. Ich will Arzt oder ich will Ärztin werden. Ich will Ärztin werden. So become would be translated as werden, okay? Not bekommen. Ich werde nächstes Jahr, the time indication first, Lynette, ich werde nächstes Jahr Musikerin. So I'm going to be a musician next year. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Wegen des schlechten Wetters habe ich eine Erkältung bekommen. Ja, because of the bad weather, I got a cold. Super. Okay, gut. Ich will Lehrerin werden. Gutes Beispiel. I want to become a teacher. Female teacher. Lehrerin ist female. Genau. Yes, you can also use it as in the future tense, Futur 1. Ich werde mit meinem Hund spielen. I will play with my dog. So werden plus infinitive. Ich werde mit meinem Hund spielen. Ja, Leo, sehr gut. Mein Sohn ist Arzt geworden. So my son became a doctor. Genau. Super. So I guess the difference is clear, right? Between bekommen and werden. Next one I want to teach you is gefallen versus schmecken. So that's also a common mistake in German. So you cannot say, der Kuchen gefällt mir. I mean, you can say it, but it doesn't mean that that you like the cake. It means that the appearance of the cake, you like the appearance of the cake. It looks nice because it's, I don't know, it has a lot of decorative stuff on top. Then you can say, der Kuchen gefällt mir. But if you want to say the cake is good, it tastes good, you have to say, der Kuchen schmeckt mir. It's good. The cake tastes good to me. Okay? Not der Kuchen gefällt mir. Gefallen is when you talk about things that you like. You like the appearance of something. Basically it's the appearance of something. So for example, das Kleid gefällt mir. I like the dress. Das Kleid gefällt mir. Oder die Stiefel gefallen mir. So when it's plural, you have to say gefallen and not gefällt, right? Die Stiefel gefallen mir. Kleid is singular, so gefällt. Stiefel is plural, so gefallen. Mir gefällt Lingoni German, genau. Hoffentlich. das Essen hat sehr gut geschmeckt. Genau. Perfekt, das ist imperfekt. Es ist komisch, dass die Smileys hier nicht angezeigt werden. Ich sehe nur Good Vibes, aber ich sehe kein Smiley. Wahrscheinlich irgendein Fehler. Ja, mir gefällt Lingoni English und Lingoni French. Und Lingoni im Allgemeinen. Alle Lingonis gefallen mir. Genau, was kann man noch sagen? Man kann auch sagen, mir gefallen Dackel. Or you can also turn it around. You can say Dackel gefallen mir. So Dackel means Dachshunds, my dogs. Das sind Dackel. Dackel gefallen mir. Ja, die Pizza schmeckt gut. Kann man sagen, genau, richtig. Der Hund gefällt mir, ja. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Mhm. Der Film gefällt mir. Mhm. Mir gefällt Lingoni German auch. Sehr gut. Mir gefällt, dass es dir gefällt. Das ist wahrscheinlich für viele ein bisschen kompliziert. So I like that you like it. Mir gefällt, dass es dir gefällt. Yes, there is a Lingoni app. I'm glad you asked. I didn't pay this guy to ask this, by the way. So yes, we have an app. Which you can find on lingoni.com. And we currently have three languages, German,
English and French. And yeah, you can find a lot of stuff there. So if you want to make it up to the B2 level and impress your friends in France or the US or Germany or anywhere, then yeah, we can help you. So we have podcasts, we have lots of interactive exercises, we have worksheets. What else do we have? A pronunciation tool. We have a lot of talented native speakers. Sie gefallen mir alle. Sie sind alle ganz, ganz toll. Wir haben zum Beispiel Emily und Brian aus USA. Wir haben Haley aus USA, Jeff und Joanna. Wir haben Jacqueline aus München. Wen haben wir noch? Nico ist auch dabei bei Deutsch. Wir haben Alicia, die wohnt in Barcelona, ist aber Französin. Wir haben Céline aus dem Süden Frankreichs. Wir haben Chris aus Frankreich. Wen haben wir denn noch? Habe ich jemanden vergessen? Oh, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Nee, ich glaube, das war's. Und wir haben natürlich auch manchmal Gäste. Sometimes we have guests. Ja? Yeah? Okay. ja. Dieses Getränk schmeckt mir gut. Ja, das kann man auch sagen, genau. Die App ist nicht umsonst, aber wir haben ein Trial. Das findet ihr auch auf unserer Website. Oder hier, if you go into the description below this video, you can go straight to the German trial and get started there. Genau. Yeah. Oh, good that you mentioned it, Lynette. So, if you like someone, but in a romantic way, I guess you can say, er gefällt mir. Usually that's in a romantic way. Er gefällt mir. So you like his appearance. You think that he looks attractive. If you just want to say like you like him as a friend, you can say, ich mag ihn. That doesn't mean that you like him physically. You just like him as a person, right? But er gefällt mir, I guess you have to be a bit careful because it usually means that you like him physically. So yeah, got to be a bit careful. ich stehe auf dich means it's a colloquial way of saying I am into you. I'm into you. That's also romantic, a romantic meaning. Doesn't mean you like the person just for the, just because he's a nice, he's, you know what I mean. yes, there's also a trial for Lingoni English app. We have a trial as well. If you're interested, I can give you the link, which I should have available, but I don't. Just a sec. I'll give you the link to the English. I think it's even in the description below. I think you can find it in the description below. Yeah. So yeah, we have 3 apps and 3 trials. So yeah, you should definitely check them out because yeah, they will help you a lot. Wie sagt man, I have a crush on somebody? Yeah, like you said, like we said before, ich stehe auf jemanden, also ich stehe auf ihn, I have a crush on him, oder ich stehe auf sie. That's how you say I have a crush on someone. Or you can also use the verb verknallt. You would say, ich bin in sie verknallt, oder ich bin in ihn verknallt. Danke, Jona. Das ist sehr nett von dir. Genau. Rosie sagt, ich mag dich nicht. Das nicht. Tja, schade. Okay, verschossen. Genau, man kann auch sagen, ich bin in ihn verschossen. Do we still say that? Ich bin in ihn verschossen? Yeah, probably we do. Words always change so quickly that, yeah. But I think we still say that. Ich bin in ihn verschossen, yeah. Er hat schöne Augen. Er hat schöne Augen. He has nice eyes. Yeah, genau. Er hat schöne Augen. Why are we talking about this now? I wanted to talk to you about common mistakes. Oh, I wanted to also give you the link of the trial. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde, bitte. Ah, I found it. Ja, also,
Wenn ihr den Trial für die englische App mal ausprobieren wollt, dann findet ihr den Trial hier. Genau. Und den Trial für die deutsche App findet ihr... Moment. Findet ihr hier. Verschossenes Umgangssprache. Genau, verschossenes Umgangssprache. Und genau, das sagen eher Teenager. Das ist richtig. Genau, verschossenes Umgangssprache, das stimmt. So. Ich glaube, wir machen mal weiter, ne? Ja, genau. Also, das nächste, the next common mistake would be the difference. Well, not many people know the difference between kennen and wissen. Kennen and wissen. Okay. So, we use kennen when we talk about knowing a person, a place or a thing. Also zum Beispiel, ich kenne ihn, I know him. You cannot say, ich weiß ihn, that doesn't make sense. You have to say, ich kenne ihn. Oder ich kenne New York, I know New York. Oder wir kennen Lingoni German, we know Lingoni German, ja? Yeah? Oder wir kennen Brian und Emily von Lingoni English. Oder wir kennen Alicia, Chris und Celine von Lingoni French. So, you're familiar with a person, you know a person, you've seen them before, then you would use kennen, okay? Genau. Oder, do you already know the movie with blah, blah, blah? Kennt ihr schon die Serie Squid Game? Kennt ihr schon die Serie Squid Game? Achso, ich habe übrigens die Serie geguckt, Squid Game. I wanted to know what the hype was all about, so I watched Squid Game. Ich muss sagen, es war okay, aber jetzt, es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Es hat mich nicht vom Hocker gerissen. This is an idiom, actually. Literally, it didn't, like, pull me from the stool. So it didn't, like, it didn't really, how would you say that? I wasn't really excited or enthusiastic. I wasn't thrilled about it. It wasn't like the best thing ever. Es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Es war okay, aber es war nichts Besonderes. Ja, nichts, nothing special. I guess that's how you can translate that. It wasn't anything special. Es hat mich nicht vom Hocker gerissen. Kennt ihr die Serie und wie hat diese Serie euch gefallen? Genau, das ist richtig, Justin. Wie hat diese Serie dir gefallen? Wie hat sie euch gefallen? Yeah, perfect, thank you. It didn't blow me away, exactly. So, es hat mich nicht vom Hocker gerissen means it didn't blow me away. Perfect, yeah. Also es war spannend, aber nichts Neues, ne? It wasn't anything new to me. Nichts Neues. It kind of reminded me of Hunger Games. And I think Hunger Games is much, much better. Yeah. But I think it's interesting that a show from South Korea is so popular in the West. So I think I like that. You know, it's like, I think we're becoming more open to shows from other countries except for the US and Europe. So that's, I think that's a really good thing. I think culturally, this is going to just make us, it's good for us, you know, to be introduced to other cultures as well. Yeah. Lingoni Spanish gibt es leider noch nicht, nein. Wir haben alle Hände voll zu tun mit drei Sprachen. Wir haben alle Hände voll zu tun mit drei Sprachen. So this means we have our hands full with three languages. Wir haben alle Hände voll zu tun mit drei Sprachen. So Lingoni Spanish is not going to come in the near future. Unless someone wants to be our investor. We're looking for investors, by the way. So if you know anyone who wants to invest in us, you can send us an email. Genau. Yeah. Okay, so we were talking about kennen. So ich kenne sie, ich kenne New York, ich kenne deine Hunde, I know your dogs.
Ich kenne Squid Game. Ich kenne ihn nicht. I don't know him. The negative way. Ich kenne ihn nicht. Ja, genau. Wissen, we use that when we talk about some kind of knowledge. Like, I know that something is a certain way. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wo die Toilette ist. I don't know where the restroom is or the bathroom. Ich weiß nicht, wo die Toilette ist. Weißt du, wo die Toilette ist? Weißt du, wo die Toilette ist? Oder ich weiß nicht, wann das alles ein Ende hat. I don't know when all of this is gonna end. That's what I am currently saying about the situation in Germany and everywhere else. Ich weiß nicht, wann das alles ein Ende hat. Okay? So it's usually used with two clauses. Or one, if someone asks you, weißt du, wie viel Uhr es ist? Do you know what time it is? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Und dann kann ich sagen, nein, ich weiß es nicht. No, I don't know. Or you can also just say, ich weiß es nicht. I don't know. Okay? Genau, Mayas, das stimmt ja, richtig. Ich weiß nicht, wo du bist. Remember the comma. Ich weiß nicht, Komma, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. I don't know where you are. The bist has to be at the end of the sentence. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja. Yeah. Es ist 15:59 Uhr, genau. Ich weiß, wie spät. Oh, sorry. Rosie, you have to say, ich weiß, wie spät es ist. I know what time it is. Yes. How late it is, literally. Ich weiß, wie spät es ist. Wie lange habe ich in Amerika gelebt? Ich habe 3 Jahre in Amerika gelebt, also in den USA, in Michigan. Von 96 bis 98. Genau. Genau, ich weiß nicht, wo der Flughafen ist, aber Lynette, Flughafen mit A, nicht mit Ä, ne? Ich weiß nicht, wo der Flughafen ist. Okay. So, I guess kennen und wissen ist clear. Maybe one more and then we can take a short break. Yeah. So when we compare stuff in German, this is also something that native speakers, they often make mistakes and use the wrong word for that. When we compare things, like if I want to say I'm taller than you, some German speakers even say, ich bin größer wie du. And that is wrong. Because größer is taller. I'm taller than someone else. So when there's a difference, you have to say als. Ich bin größer als du. I'm taller than you. Oder ich bin kleiner als er. I'm shorter than him. Oder wir sind. Wir sind gelangweilter als ihr. We're more bored than you guys. Oder ihr seid gemeiner als wir. You guys are meaner than us. Do you have any other examples using als, please? Comparisons? Let me know. You have to say, er ist größer als ich. Not mir. It's with the nominative case. Er ist größer als ich. Genau. Any other examples? Habt ihr noch andere Beispiele? Wir sind ärmer als ihr. We're poorer than you guys. Michael, du musst sagen, du bist jünger als ich. Du bist jünger als ich. You have to use the nominative case. Leo, du musst sagen, die Hose ist teurer als das Hemd. Die Hose ist teurer als das Hemd. The pants are more expensive than the shirt.
Genau, das ist ein gutes Beispiel. Es ist wärmer in Kalifornien als in Deutschland. Super. KBS sagt, ich habe viel von dir gelernt. Vielen Dank für deine Bemühungen. Gerne. Ich bin älter als Jenny. Weißt du denn, wie alt ich bin? Du bist größer als ich, genau. Ja, Snoopy ist neugieriger als der andere Hund. So, Snoopy is more curious than the other dog. But the other dog is a princess. She just comes when she can benefit in some way. Otherwise, she keeps to herself. Okay, gutes Beispiel. Mohammed, du musst sagen, dein Outfit ist schöner als meins. Meins here means mine. Your outfit is nicer than mine. Okay. Possessive pronouns. I also have a video on that, about that. Ah, Lynn sagt, ich vermute, du bist 28. Das ist sehr nett von dir. Aber ich muss sagen, das sagen die meisten. Aber ich bin ein bisschen älter. I'm older. Aber ich sollte ab jetzt immer sagen, dass ich 28 bin. Ich glaube, das glauben die Leute mir. Das Krankenhaus ist teurer als die Apotheke. Die neue Nachbarschaft ist lauter als die alte, genau. Nachbarschaft ohne Ende. Meine Schwester ist größer als ich. Ja, super. Meine Schwester ist größer als ich. Can see that 160 people are watching me right now. And the funny thing is, in real life, if I was speaking in front of 160 people, I would be so scared and so nervous and sweating and I would be a nervous wreck. And here, I don't care, you know, because it's just a number. I can't see you guys, so it's funny how that works, right? I think if I'm glad that I was kind of born in the digital age, I would not ever have had any success outside of the digital age because I'm just not good in front of people in real life. So I'm glad that YouTube gave me this chance. Ja, Wien ist schöner als Berlin. Genau. Also weiß ich nicht, aber Wien ist schöner als Berlin. Wobei ich war einmal in Wien und irgendwie war das nicht so spannend. Rosie, du musst sagen, deine Wohnung ist schöner als meine. Deine Wohnung ist schöner als meine. Deine Wohnung ist schöner als meine. Deutschland ist größer als die Schweiz. Schweiz has an article. Deutschland ist größer als die Schweiz. Sie ist fleißiger als ich, genau. Ich weiß es nicht, ob Deutschland größer als die Schweiz ist. Doch. Denke schon, ja. Es sieht aus, als wären sie nur 20. Oh, das ist aber nett, danke. Ja, ich bin 35, genau, das stimmt. Aber niemandem verraten. Don't tell anyone. Oh, leider, Michael muss leider gehen, weil sein Akku fast leer ist. Danke, Michael, bis bald. Tschüss. Danke, dass du so ein treuer Fan bist. Thanks for being such a loyal fan. Since 2015. Michael ist seit 2015 Abonnent. Ich glaube, das kann keiner von euch behaupten, oder? Genau. Danke, Michael. Tschüss, bis bald. Okay. Samantha, yes, this will be live later. You can see this live stream later on our YouTube channel. Helena, du fragst mich, how about when you dance? I'm not sure what you're trying to say. Okay. Heute ist es kälter als gestern. Heute ist es kälter als gestern. Today it's colder than yesterday. You forgot the S. Heute ist es kälter als gestern. Meine Tochter ist älter als ihr Neffe. Meine Tochter ist älter als ihr Neffe. My daughter is older than her nephew. Ich bin neugieriger als er, mit R, ne? Neugieriger, mit ER.
Meine Haare sind länger als ihre. Meine Haare sind länger als ihre. My hair is longer than hers. Genau. Dieser Berg ist höher als dieser Berg. Ja, höher. You have to use the Ö, höher. Dieser Berg ist höher als dieser Berg. Genau. Heute ist mein Geburtstag. Okay, herzlichen Glückwunsch, Anurag. Die Mannschaft ist stärker als England oder als die englische Mannschaft wahrscheinlich. Ach so, you wouldn't manage to talk in... Okay, Helena, I understand your question now. I guess dancing is different. It doesn't require me to talk. I can dance in front of people, but I can't talk. I mean, I could, but I would be more nervous. But I'm also nervous when I dance in front of people. Yeah. It's gotten better, but... Meine Tochter ist schöner als ich. Die deutsche Sprache ist schwieriger als die französische Sprache. Ja. Okay, ich glaube, das reicht. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Fehler, den viele machen. Let's see. Okay, das Gleiche versus dasselbe. Das Gleiche versus dasselbe. Do you know what the difference is? Does anyone know what the difference is? Das Gleiche versus dasselbe. Was ist der Unterschied? What's the difference? Tell me. Ich bin kleiner als ein durchschnittlicher Deutscher. Ja, das stimmt. Du hast recht, Majas. Aller Anfang ist schwer, aber mit der Zeit werde ich es in den Griff bekommen. Genau. Keine Ahnung? Okay. Also, das Gleiche ist something... let's see. Let's see if I have an example. I can't show you an example right now. Okay. Das Gleiche ist the same type, but it's two different objects. And dasselbe means it's the identical object. So, I could say, er hat den gleichen... Or sie. Sie hat den gleichen Pulli wie ich. So, this means... He has the same sweater than I do. So he has that same sweater. It's the same color, it's the same type. It's exactly the same sweater. Ja? Sie hat den gleichen Pulli wie ich. Denselben means it's this one. So so that doesn't make sense because let's say it's a person that lives somewhere else and she's not going to be wearing this sweater. She's going to be wearing another sweater. It's maybe identical to this one. It's the same type, same color, but we're not like sharing that sweater, right? It's not identical. Zum Beispiel, let me think of a good example. Ah ja, gestern war Frau Friedrich mit ihrer Katze beim Tierarzt. Vor 2 Wochen war sie mit derselben Katze beim Physiotherapeuten. So, we're talking about this one cat. So yesterday, Mrs. Friedrich took her cat to the vet. And 2 weeks ago, she was... How would you say physiotherapist in English? Physical therapist, I think. She took that same cat, the identical cat, she took it to the physical therapist. So we're just talking about the same cat there. Okay, it's one cat. It's just like the same and similar. I guess you could say that, yeah. Mm-hmm. Oder sie hat die gleichen Schuhe wie ich. So we're not sharing a pair of shoes. She has another set of the shoes that I have. So they can be the same brand, the same size, the same color, but they're two pairs of shoes. They're not the same, yeah? But then I could say, ich hatte heute dieselben Schuhe an wie gestern. So today I was wearing exactly the same shoes that I was wearing yesterday, right?
So I'm not talking about two different pairs. I'm talking about one pair of shoes. Oder ich war letzte Woche, oder Veronika war bei Herrn Dr. Meyer. Veronika war vorgestern bei Herrn Dr. Meyer. Ich gehe heute auch zu ihm, oder ich gehe heute zum selben Arzt. I'm also going to his office today. I'm going to this to the exactly to that exact doctor. So the exactly the same doctor. It's just that one doctor we're talking about. Captain, he says he's confused. Ja, ich mache immer denselben Fehler. Yes, Fehler is masculine, so you have to say denselben. Ich mache immer denselben Fehler. I'm always making the same mistake. So there's not two versions of that mistake. It's the same mistake. Cheryl, you have to say, wir haben dieselbe Meinung. We have the same opinion. Sie lesen dasselbe Buch. They're reading. Sie lesen dasselbe Buch would be there's just one book. So they don't have two books that are the same, but it's just one book and they're sharing that book. They live together as roommates and I don't know. Sometimes he reads the book, sometimes I read the book, but there's just one book. Then we would say, Sie lesen dasselbe Buch. If he's living somewhere else and he has a copy of the book that I have, then you could say, Sie liest das gleiche Buch. She's reading the same book. Okay? Ich mache heute denselben Kuchen wie gestern. Ich mache heute, yeah, that doesn't work because we already ate the cake. So you have to say, ich mache heute den gleichen Kuchen wie gestern. Makes more sense, yeah. Gutes Beispiel, sehr gut. Okay, I hope that's clear. Sometimes a bit harder to understand, to explain. But I think I got it across. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Köln komme ich. So, weiter. Ah, yeah. Before we take a break, I can explain to you the difference between das and das. Wir teilen dasselbe Auto, genau. Das und das. So, I'll give you a sentence, which will probably make you laugh. Ich, let's see. My memory is not the greatest today. eine Sekunde. Ah, okay. I have an example. Ich glaube, dass das das Ende ist. So we have three dasses in there, and that's a perfectly correct sentence. It means, I think that that is the end. I think that that is the end. So das is a subordinating conjunction. The other das is just a demonstrative pronoun. And the other das is an article, definite article. So I think that that is the end. So das Ende means the end. The other das means that. And das means is the conjunction, which means that. So does that make sense? I'll give you another example. Ich glaube, dass das das Beste ist, was mir je passiert ist. I think that that is the best that ever happened to me. Yeah. I think that that is the best that ever happened to me. Ich glaube, dass das das Beste ist, was mir passiert ist. Does that make sense to anybody? Oder ich bin sicher, dass das
Rosie, you have to say, ich denke, dass das eine gute Idee ist. So we just have two dasses in there. Ich denke, dass das beste Schwimmbad in der Gegend ist. So I think that that's the best swimming pool in the area. So it only works when the noun that we're using is also neutral. Das Schwimmbad, das Ende, das Beste, das Schönste. Ja? Ich bin sicher, dass das bald endet. Genau. Does that make sense to you? Do you have another example for me? With three dasses? Tell me. Tell me. My dog is napping in the back. I'm jealous. So, any examples? That doesn't work, Rosie. Okay, gut, Lynette. Ich glaube, dass das beste Restaurant der Stadt ist. Genau. You forgot ist. Ich denke, dass das beste Restaurant in der Stadt ist. Ich denke, dass das beste Restaurant der Stadt ist. Sehr gutes Beispiel. That doesn't work, Schuling. That you could say, ich denke, dass das leckerste Essen ist, was meine Mutter je gekocht hat. I think that that is the most delicious food that my mother has ever cooked. Essen is neutral, so it's das Essen, right? Ja, gut, ich glaube, dass das teuerste Hemd in diesem Geschäft ist. I think that that is the most expensive shirt in this store. Gut, gutes Beispiel. Ich glaube, dass das Mädchen glücklich macht. I think that that will make the girl happy. Noch ein Beispiel? Noch ein Beispiel mit das. Gut, Miss Sinja, ich glaube, dass das schnellste Auto ist. Ich glaube, dass das schnellste Auto ist. I think that that is the fastest car. Gut, gutes Beispiel. Sehr gut. Okay. Let's see, some more common mistakes. Let's look at the next one. Maybe we should take a short break. And then after the break, we can take a look at maybe 2-3 more mistakes. Genau. All right. Let's take a short break, 5 minutes, 5 Minuten, and then we'll continue, okay? Yeah. Was macht ihr nächste Woche? What are you doing next week? Was macht ihr nächste Woche? Was macht ihr nächste Woche? It's getting dark here. Was macht ihr nächste Woche? Tell me what you're doing next week. Lynette, ich glaube, dass das beste Auto auf dem Markt ist. Nicht in dem Markt, aber auf dem Markt. Ich glaube, dass das beste Auto auf dem Markt ist. I forgot the ist at the end. Arbeiten, okay. Ihr müsst arbeiten, okay. Wo arbeitet ihr? Okay, Pavan geht wandern. Ich gehe wandern. Sehr schön. Lea muss viel lernen. Okay. Morgen ist Feiertag bei mir. Cool. Ich finde Feiertage immer langweilig. Ich mag keine Feiertage. Ich habe am Donnerstag eine Prüfung. Eine. Feminine, ne?
Ich habe am Donnerstag eine Prüfung. Oh, Lynn hat Nachtdienst. You can just say, ich habe Nachtdienst. Okay, ich habe Nachtdienst. Ich arbeite im Krankenhaus. Okay. Auf welcher Station arbeitest du? Which area of the hospital do you work in? Auf welcher Station? Eine Freundin von mir, die aus Deutschland kommt, kommt bei mir aus Griechenland zu ach so, kommt bei mir in Griechenland zu Besuch. Cool, sehr schön. Ich war noch nie in Griechenland. Aber ich glaube, das Wetter ist super da. Ich hasse das deutsche Wetter. Oh je, Yusra arbeitet auch im Krankenhaus. Okay, das ist wahrscheinlich stressig, oder? Justin sagt, kochen, fahren, die Sonne genießen, Fußball im Fernsehen gucken. Nächste Woche putze ich unsere Wohnung. Oh nein, das macht nicht so viel Spaß. Was machen die anderen? Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino. Cool. Ich würde auch gerne mal wieder ins Kino. Wie immer arbeiten und wenn ich ein bisschen Zeit habe, Deutsch lernen. Okay. Deutsch lernen ist immer gut. Ah, Snoopy ist wieder da. Komm her, Snoopy Doopy. Komm her, komm, hopp. Komm, hopp. Hopp. Komm, hopp. Oh Gott. Ich lerne Deutsch. Max muss Deutsch lernen, okay. Brent ist Computertechniker. Ich gehe zur Universität Koblenz und werde viel lernen. Okay. Ihr seid also alle sehr fleißig. Cool. Was machen die anderen? Soll ich zu dir kommen und dir beim Hausputzen helfen? Das wäre schön. Mein Hund, was macht mein Hund? Mein Hund ist aufgewacht. Genau. Oh nee, dein Russischunterricht wird abgesagt wegen des Feiertags. Das ist ja doof. Ich gehe am Montagnachmittag in den Bergen wandern. Cool. In welchen Bergen? In welchem Land, Lynette? In den USA oder wo? Wo sind die Berge, wo du wandern gehst? Nächste Woche erwarte ich eine wichtige E-Mail. Okay, ich drücke die Daumen. Crossing my fingers. Adam, it depends on what you're referring to. So let's say you're talking about cocktails. Also welchen Cocktail is masculine. So welchen Cocktail möchtest du trinken? Or you can also just say, welchen möchtest du trinken? Yeah? Then you would say welchen, if it's masculine, what you're referring to. Genau. Oder wir haben Zitronenlimonade und Orangenlimonade. Welche möchtest du trinken? So, here we use welche, because Limonade is feminine. Okay? Ich komme 2023 nach Deutschland. Cool. Das ist spannend. Also in einem Jahr. How do you say which one do you want to drink? I guess it depends on what you're referring to. Like I said, if it's cocktails, you would say, welchen möchtest du trinken? I guess the more appropriate way would be, was möchtest du trinken? What do you want to drink? Right? Was möchtest du trinken? So it can be welches or welchen or welche, depends on the gender of the thing you're referring to. Jenny, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 31. Mai Geburtstag. Ich bin Zwilling. I'm a Gemini. Gemini? Gemini? Ich bin Zwilling. Ja. Ich muss in die Stadt gehen, um meiner Mutter besondere Socken zu kaufen. Strumpfsocken. Okay, Strümpfe vielleicht? Strümpfe? Morgen gehe ich zur Schule, sagt Joy. Hallo Benson.
Benson kommt aus Indien und Benson sagt, deine Videos sind sehr hilfreich. Was mache ich zum Abendessen? Ich habe nicht so viel Hunger. Ich glaube, ich esse heute nicht mehr so viel. Vielleicht einen Salat. Ich bin auch Zwilling. Cool. Zwillinge sind cool. Aber auch ein bisschen kompliziert. Brian says, hello Jenny, I'm at A1 level. How will I get to the level to understand your fluency? It depends on how much you practice. So if you practice, I don't know, for an hour every day, you can, yeah, you can reach fluency, in, I would say, in about 2 years. But you really have to be consistent and practice every day, at least 5 days a week. Otherwise, it takes a bit longer. Nächste Woche drehe ich einen Kurzfilm. Cool. Bist du Regisseur oder bist du Kameramann? Ada sagt, ich bin im April geboren. Okay, cool. Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, ne? Weil wir können nicht mehr so lange machen, weil es gleich dunkel wird. So, something that a lot of people always do wrong, kind of drives me a little bit crazy, would be, heute ich gehe ins Kino. Das ist falsch, that's wrong. Okay, if you use a preposition of time, an adverb of time in the beginning, after that comes the verb. The verb in general is always, in the main clause is always in the second position. So you have to say, heute gehe ich ins Kino. That's very important. Okay. So you wouldn't say, morgen ich habe eine Besprechung. You would say, morgen habe ich eine Besprechung. Okay. Oder nächste Woche fahre ich nach Berlin. Next week I'm driving or I'm going to Berlin. Nächste Woche is one element. It's the time indication. And then fahre is the verb. So that's in the second position. It doesn't have to be the second word. It has to be the second position. Okay? Richtig, ich gehe heute ins Kino. Super. Ja. Tschüss, Mayas. Genau. Do you have an example for me? Habt ihr ein Beispiel für mich? Habt ihr ein Beispiel? Let me know. Hi, Oleg. Gestern war ich zu Hause. Gutes Beispiel, ja. Ups, sorry. Gestern war ich zu Hause. Perfekt. Richtig. So the verb here is in the second position. Good job. Oder morgen gehe ich einkaufen. Super. Sehr gut. Genau. Morgen kaufe ich ein Handy. Gutes Beispiel, ja, super. Heute lese ich ein Buch. Heute lese ich ein Buch, sehr gut. Gerade muss ich losgehen, weil mein Vater gekommen ist. Okay, viel Spaß. Ciao, Mayas. Ich gehe morgen einkaufen. Yes, you just have to use a lowercase m, not an uppercase, not a capitalized m, okay? Cool. Ada sagt, manchmal fahre ich nach Berlin. Ich habe dort Familie und ein paar Bekannte. Oh Gott. Ja, manchmal fahre ich nach Berlin. Ich habe dort Familie und ein paar Bekannte. Cool. Richtig. Olajinka fragt, ob ich jeden Sonntag diese Videos mache. Nicht jeden Sonntag, aber in den nächsten paar Wochen mache ich das, glaube ich, immer sonntags. Das ist am stressfreisten. Und mir ist sonntags oft langweilig, deswegen ist es ganz gut, wenn ich einen Livestream mache. Dann, weil sonntags passiert nie irgendwas, die Geschäfte haben zu, das Fitnessstudio hat nicht so lange auf, deswegen sind sonntags immer langweilig. Sonntage sind immer langweilig. Genau, deswegen mache ich das, ja, nächste Woche gibt es auch einen Livestream. Next week there is going to be a Livestream with me again. I'm going to talk about funny idioms. Manchmal fahre ich nach... Achso, das haben wir schon. Ich war gestern beim Arzt. Ja, super. Morgen suche ich meinen Dienstplan. Okay. Viel Glück. Ich hoffe, du findest ihn.
Oh, heute Abend esse ich Pizza, die ich gerade eben bestellt habe. Das hört sich gut an. Sehr gut. Morgen stehe ich früh auf. Okay. Tomorrow I'm getting up early. Heute mache ich Yoga. Super. Morgen habe ich einen Deutschkurs oder meinen Deutschkurs. Heute gehen wir zum Supermarkt. Okay. Nächsten Monat fliege ich nach Berlin. Nächsten. Heute gehe ich in die Kirche, weil es Sonntag ist. Super. Viel Spaß. Samantha passed her German Test. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Mohammed, you would say, in 2 Tagen habe ich eine Besprechung mit meinem Chef. In 2 Tagen, nicht nach. Jenny, if I study German every day for 4 hours, in which time can I be fluent? 4 hours is a long time, is a lot. So I would say, if you keep that up every day, you can pretty much be fluent in a year, but you have to study correctly. So use the correct resources, the correct apps, l talk to native speakers, listen to native speakers, and then you can reach that goal. Heute schreibe ich noch einen Brief, Lea, einen Akkusativ, einen Brief. Ich gehe zur Schule, sagt Lynette. Okay. Nur Han, ich würde sagen, es ist gut, wenn du such dir einen Tandempartner oder einen Lehrer, mit dem du auf Skype lernen kannst. Dann kannst du schnell besser verstehen und sprechen, ja? Genau, okay, cool. So, ich überlege, ob wir noch vielleicht was wir noch machen können. Okay. Ich will means I want. It does not mean I will. Okay, so this is also what beginners do wrong many times. So you have to say, ich will morgen ins Kino gehen. This doesn't mean I will go to the movies tomorrow. This means I want to go to the movies tomorrow. Okay? Oder er will heute vorbeikommen. So that doesn't mean he will come over. It means he wants to come over today. Okay? Your turn. Give me some examples using will in the sense of I want to. Some examples, please. Beispiele, Beispiele. Gib mir ein paar Beispiele. Los. Justin, du kannst sagen, ich will etwas Deutsches kochen. I want to cook something German. Etwas Deutsches. Something German. Ich will einen neuen Fisch. I want a new fish. Like a fish that's alive or a fish that you want to eat. Ich will deine Hilfe. I want your help. Okay. Ich will zu Kaufland gehen. Ich will Deutsch lernen. Oh, that's another mistake. Ola Jinka, you have to say, ich will Deutsch lernen. Zu lernen is wrong. No, 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 no. Ich will Deutsch lernen. In German we say, I want German learn. Ich will Deutsch lernen. Nicht zu. That's English. Ich will Deutsch lernen. Ich will in den Urlaub fahren. Gut, Ute. Ich will Deutsch lernen. Ich will in den Urlaub fahren. Ich will Kaffee machen. Genau. Ich will morgen früh zur Bank und mehr Geld abheben. Ja, das will ich auch. Es wäre schön, wenn Geld da wäre. Ich will wieder ohne Maske leben. Ja, das will ich auch, Leo. Das will ich auch unbedingt. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß nicht, ob es jemals passieren wird, ehrlich gesagt. Ich will ihn heiraten. Ich will ihn heiraten. I want to marry him. Will ihn, Akkusativ, ne? Ich will, was haben wir noch? Ich will, ja, das haben wir schon. Ich will Deutsch lernen, not studieren. That's also a common mistake. If you're at home studying German on your own, you would use lernen, not studieren. Studieren is what you do at university. So, ich will Deutsch lernen. I want to study German, not studieren. You can say, ich studiere Mathematik.
So this means you're an official student at a university and you're studying math. But if you're at home repeating the stuff that you learned at the university or reviewing it, it's lernen, not studieren, okay? Lynn sagt, ich will fließend Deutsch sprechen. Gut. Du musst sagen fließend. Fließend, okay? Ich will Fußball spielen, okay. Ich will Radfahren. Gut, ich will ein Auto kaufen. Ich will Fußball spielen. Ich will ihn heiraten. Was haben wir noch? Ich will mit meiner Tochter spielen. Ich will mit meiner Tochter spielen. I want to play with my daughter. Ich will einen Kuchen backen. Cool. Ich will einen Kuchen backen. Ich will das B2-Niveau erreichen. Ich will das B2-Niveau erreichen. I want to reach the B2 level. Ich will euren Kanal schauen. Cool. Oh yeah, but good question. Ich möchte is the more polite way of saying that. I would like. So you can replace ich will with ich möchte. That's always a safer word version actually. So instead of ich will gut Deutsch sprechen, you can say ich möchte gut Deutsch sprechen. I would like to speak German well. It sounds softer, nicer, more polite. Ich will is very demanding. It's like kind of like a child. I want this. Okay? Ich will fließend Deutsch sprechen. Yeah, Deutsch has to be capitalized. Ich will das Buch anfangen zu lesen, das Jen uns empfohlen hat. Das Buch in den Kommentaren, in der Beschreibung meinst du, ne? You probably mean the book in the description. We have a grammar book that we recommend. You can find that in the description. Ich will Snoopy sehen. Snoopy ist hier. Snoopy ist auf meinem Schoß. Nicht runterfallen, Snoopy. Wir wollen nicht, dass du runterfällst wie Minou, ne? Hallo. Snoopy ist ein bisschen kamerascheu. genau. So. Ich will nach Deutschland fliegen. Okay, I want to fly to Germany. Dennis, you have to say, darf ich hier rauchen? Okay, darf ich hier rauchen? Ich will deine Hunde streicheln. I want to pet your... yes, I want to pet your dogs. Paula, it's not zu. There's no... When you use wollen, will, you never use zu. It's always just the infinitive. So, ich will mein Deutsch verbessern. I want to improve my German. Okay? I'm gonna turn on the lights. Ich werde das Licht anmachen. Geh mal runter, Snoopy. Also, this is actually not now. Ich werde das Licht anmachen. I will switch on the light. Okay? Eine Sekunde. So, das ist besser. So. Ich werde das Licht anmachen. Genau. So. Ich möchte mehr Kochvideos auf Deutsch von Jenny in der Zukunft sehen. Ich erinnere mich daran, dass du und deine Freundin eine Currysuppe zusammen gekocht haben. Stimmt. Das ist aber schon ein bisschen länger her, ja. Ja, ich könnte mal wieder mehr Kochvideos machen. I could film some more cooking videos. Probably not on Lingoni German, maybe on my private channel. It's always just so much work. I don't know. And it's, I don't really have that much free time. Ich habe nicht viel Freizeit. Ich habe nicht viel Freizeit. Yeah. Who wants to see more cooking videos? Who wants to see more videos of me cooking? I could do that. Maybe I could film. Yeah, but the thing is, my kitchen is really ugly. Meine Küche ist hässlich. Meine Küche ist hässlich. I would need a much nicer kitchen. But I might be going to Munich again to see my sister in December on Christmas, and I will try to convince her to cook with me and do a cooking vlog. Jacqueline, if you're watching this, do you want to film a cooking vlog with me? Okay. Ja, genau. Ja, ich habe einen amerikanischen Akzent, weil ich in den USA gelebt habe, 3 Jahre, als ich ein Kind war. Genau. Okay, ich gucke mal, ob ich noch etwas für euch habe. Moment. Let's see if I have some
some other thing I can teach you? Oh yeah, one more thing. One thing I'm going to teach you is, in German, if you say, well, we have a difference between boyfriend and friend, obviously. The thing is that it's the same word in German, so that's why it can cause some confusion. If I want to say my boyfriend or my girlfriend, so I'm romantically in a relationship with them, I would say mein Freund, which means my boyfriend, or I would say meine Freundin, which means girlfriend, my girlfriend, right? My boyfriend, my girlfriend, mein Freund, meine Freundin. Now, if I'm just friends with someone, but not romantically, we're just friends, I would say, sie ist eine Freundin von mir. She is a friend of mine. Oder, ist ein Freund von mir. Okay? Sie ist eine Freundin von mir. She's a friend. She's a female friend of mine. Ist ein Freund von mir. He's a male friend of mine. Yeah? So it's confusing if you say, mein Freund kommt gleich vorbei. Then everyone is going to think that my boyfriend is coming over. But if I say, ein Freund von mir kommt gleich vorbei, I'm saying a friend of mine is coming over in a little bit. Okay? That's also important because it can cause some confusion. Genau. Kumpel is a buddy. Mein Kumpel, my buddy. Genau. So does that make sense? Can you make some example sentences for me using that expression? Ein Freund von mir ist krank. Gutes Beispiel, yes. A friend of mine is sick. Ein Freund von mir ist krank. Super. Mein Freund ist jetzt sehr wütend. Yes, my boyfriend is very angry right now. Mm-hmm. Any other examples? Habt ihr noch irgendwelche Beispiele für mich? Beispiele? Examples? Eine Freundin von mir ist krank. I think we already had that, yes. Jenny sounds like Tony Soprano. He's a friend of ours. Really? Is he famous? Should I know him? You have to say ein Freund von mir, not mein Freund von mir. That doesn't work. Ein Freund von mir will vorbeikommen, aber meine Freundin ist nicht einverstanden. Yes, a friend of mine wants to come over, but my girlfriend doesn't agree. Genau. Lara ist eine Freundin von mir. Yes, Lara is a friend of mine. Meine Freundin kommt aus Brasilien. My girlfriend comes from Brazil. Yes. Meine Freundin ist sehr süß. Ein Freund von mir ist Arzt. A friend of mine is a doctor. Gut. Ich liebe meinen. I love my boyfriend. Ich liebe meinen Freund. Not mine, but meinen. It's accusative, okay? Ich liebe meinen Freund. Yes, that's also a good example. Sie ist eine Freundin von meiner Freundin. She's a friend of my girlfriend. She's my girlfriend's friend. Freundschaft, not Freundheit. Freundschaft. Friendship means Freundschaft. Gute Frage. Ein Freund, ist ein Freund. It's more clear if you say, ist ein Freund von mir, just because you're saying he's a friend of yours and not a friend of someone else's. But it's also, if you just say, ist ein Freund, that also works. You can say that. It makes sense, yes. Ein Freund von mir ist Franzose. A friend of mine is French. Mhm, gut, super, gutes Beispiel. Ein Freund von mir hat sich einen super Sportwagen gekauft oder angeschafft. Ja. Ah, mistake here. Nächsten Monat kommt meine Verlobte nach Deutschland. Remember, I told you in this live stream a bit earlier. Sorry, I misspelled that.
that the verb is in the second position and you didn't do that. Nächsten Monat kommt meine Verlobte nach Deutschland, okay? Leo, kleine Korrektur. Seine Freundin hat sich mit ihm gestritten, weil er mit einer Freundin von ihm gesprochen hat. Genau. Seine Freundin hat sich mit ihm gestritten, weil er mit einer Freundin von ihm gesprochen hat. Ja. Genau. Also, sie war eifersüchtig, ja? Jealous, eifersüchtig. Okay. Ich würde sagen, das war's. So, we talked about a lot of mistakes today. Maybe we can do a little quiz before we finish the live stream. So how would you say, I am cold? Wie sagt man das? I'm cold. Okay, I didn't know that, Nick. Mir ist kalt. Ja, super, genau. Sehr gut. Mir ist kalt. Sehr schön. Perfekt. Mir ist kalt. Super. Gut. I'm glad that all of you listened. Sehr schön. Ja. Super. Alle richtig. Fast alle. Gut. Okay. How would you say, I know this game in German? How would you say that? I know this game. Who knows the answer? Ja, super. Ich kenne dieses Spiel. It's neutral, das Spiel. So you have to say, ich kenne dieses Spiel. Ich kenne dieses Spiel. Genau. Gut, sehr schön. Ich kenne dieses Spiel. Ich kenne dieses Spiel. Ich kenne dieses Spiel. Super. Sehr gut. Perfekt. I know that he is sick. Wie sagt man das auf Deutsch? I know that he's sick. Wie sagt man das? Ich weiß, dass er krank ist. Super, sehr gut. Ich weiß, you just need the comma, you forgot the comma. Ich weiß, Komma, dass er krank ist. Genau. Gut, ich weiß, dass er krank ist. Sehr gut. Ich weiß, dass du krank bist, ne? Genau. Ich weiß, dass er krank wird. I know that he will be sick or will become sick. So you're a Wahrsager, Wahrsagerin. Okay. Ich weiß, dass er krank ist. Super. Gut, gut, Leute. Sehr, sehr gut. Nächste Frage. Next question. Oh, yeah. How do you say I like this lasagna in German? I like this lasagna. Wie sagt man das? Ich mag diese Lasagne, ne? Ich mag diese Lasagne. There's another way to say this too. Lasagne ist feminine, die Lasagne. Genau, ich mag diese Lasagne. But if you use the verb schmecken, that also works. Gefallen, no, because we're talking about food and drinks. Ne? Ich mag diese Lasagne, ja. But what about schmecken?
Wie sagt man das? Schmecken. Lasagne schmeckt mir. Yes, that means I like Lasagne. Ja, diese Lasagne schmeckt mir gut. Perfekt. Oder mir schmeckt diese Lasagne. Super. Genau. Sehr gut. Schön. Cool. Wow, you're really active now. I guess some of you woke up from your Sunday nap. Okay. Okay, gut. Nächste Frage. Just two or three more, I guess. I am flying to Italy. Wie sagt man das auf Deutsch? I'm flying to Italy. Die Lasagne ist lecker, ist auch richtig, genau. Das kann man auch sagen. Super. Richtig, ich fliege nach Italien, super. Ich fahre nach Italien would be I am driving to Italy, right? Ich fliege nach Italien, super. Gut. Sehr schön. Okay. Nächste Frage. Next week I'm turning 18. We have two hidden potential mistakes you could make now. So don't make them. Next week I'm turning 18. How do you say that? Oh, so, sehr gut. Nächste Woche werde ich 18. Cool, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nächste Woche werde ich 18. Sehr schön. Wow, you guys paid attention. I'm impressed. Oh, sogar Lingoni English weiß das. ja, sehr schön. Nächste Woche werde ich 18 Jahre alt. Super. Ich werde nächste Woche 19. Ich bin erst 18. Okay. So. Nächste Frage. Ah ja. I know that that... I need an example first. I know that that is the smallest car. We have three Duses in there. I know that that is the smallest car. A little bit difficult, but I think you can do it. Nein, kenne nicht. You should watch this live stream again, because I explained the difference between kennen and wissen, right? Sehr gut, ja, super cool, ja, sehr schön. Ich weiß, dass das, you forgot the comma, but other than that, looks good. Ich weiß, dass das das kleinste Auto ist. I'm really picky about commas, you have to use commas correctly. Also in our app, you have to do that. Ich weiß, dass das das kleinste Auto ist. Ich weiß, dass das das kleinste Auto ist. Oh, sorry, the comma is not correct here. Ich weiß, comma, dass das das kleinste Auto ist. And weiß needs an SZ. Genau. Ich weiß, dass das das kleinste... You can... Yes, this is also correct. You, instead of das, you can use S. Ich weiß, dass es das kleinste Auto ist. That works too. Super. Gut. Gut, gut. Gut. Okay, one more. Noch eine Aufgabe. What did I teach you? Oh yeah, no, we already did that, I think. How would you say in German, I am doing okay?
Like if someone asks you, wie geht's dir? How would you say, I am doing okay? Not going, doing. I am doing okay. Richtig, super. Wie sagt man das? Mir geht's gut, okay. Ja, oder es geht mir gut, ja. Okay. Nee. Geht so, yes. Es geht, perfekt, es geht. Oder einer hat gesagt, geht so. Ja, that's a very common way to say it, very colloquial. Yes, geht so oder es geht. Okay. Läuft wie geschmiert. Naja. Yes, you can also say naja. Oh, sorry, no. This one here. Naja, which means not bad. Es läuft, yes, with an ä. Alles in Butter. Not in Butter, but in Butter. Hallo, hallo Diego aus Argentinien. if you want to say I'm okay, you can say ganz gut. Oder du kannst sagen, ja, ganz gut, geht so und es geht, are the most common ways. Genau, ganz gut. Okay, das war die letzte Frage. Super, sehr, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Schön, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hätte gerne noch eine Note von euch. I would like to have a grade from you. So, from 1 to 10, what did you think of today's live stream? 1 ist schlecht und 10 ist sehr gut. Also 1 oder 10 oder 9 oder 8 oder 7. Was denkt ihr? What do you think? Zehn, yay! Vielen Dank. Elf, juhu. Sehr gut. Vielen Dank. Wow. Ich glaube, so gut waren meine Bewertungen noch nie. Ich habe mich gesteigert scheinbar. 8,5, sagt Mohammed. Ich muss sagen, ich habe mich nicht so viel vorbereitet. I didn't prepare that much. I prepared like 5 minutes. But I always prepare just 5 minutes. I never prepare more than that. Everything is always live and spontaneous. And that's it. 9,999. Die meisten sagen 10. Das ist cool. Vielen Dank, ihr Lieben. Ganz, ganz, ganz toll. Das freut mich. Remember, whenever you watch one of our videos, remember to like and comment and subscribe. Because the YouTube algorithm is kind of, I don't know, punishing us at the moment. So the more you like our videos, the more you comment and the more you subscribe and share our videos, that really helps us. So please help us. Please support us if you like our content. Also check out our two other languages. We have Lingoni French and we also have Lingoni English. With some very talented content creators. So make sure to check those out and check out our trials. And yeah. Thank you for your support and everything, especially those of you who subscribed a really long time ago and are still loyal to us. That's always makes us really happy. Yeah, genau. So remember to share, comment, subscribe, and support us in that way as well. Yes, and visit our website. There are over 1,500 PDF worksheets. Is it 1,500? I think it's not that much. I think it's maybe in total 1,000 if we add all the worksheets from all the languages. Ja, genau. Vielen Dank, ihr Lieben. Ganz toll. The grammar book, I suggested you can find it in the description below. You can find all the information in the description below. Everything that I talked to you about today should be in the description below, I think. I didn't mess it up, but I think I didn't. Looks like everything's there. Otherwise, just check the descriptions of all our other videos. The books are always in those descriptions, okay? Ist dir kalt? Nein, mir ist nicht kalt. Mir ist warm. Ja, okay. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja,
Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel machen, außer mit meinen Hunden rausgehen. Zur Planung, kurz zur Planung. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder mit mir einen Livestream über Funny Idioms um 15 Uhr. Es gibt am Mittwoch einen französischen Livestream. Das wird ein Collab sein. Es wird ein Interview sein mit einem Gast, aber ich verrate nicht, wer es sein wird. 15 Uhr, so next Wednesday, November 17th at 3 p.m., there will be a live stream on the French YouTube channel. And we will have a guest in that live stream, but I won't tell you who it is. So check that out. Like I said, next Sunday, the November 21st, there's going to be another live stream with myself. The next English live stream is going to be November 29th. I think there won't be one before that. November 29th, yes. It's going to be with, I think, Emily and Brian. I think so. In different locations. Yes, and then in December, we're also going to have some live streams. I haven't scheduled the German ones for December yet, but I will. We'll probably have another live stream in Munich with me and Jacqueline. And then there's going to be a collab live stream on December 9th at 3 p.m. It's going to be with me, Emily, and Alicia. So it's going to be the three of us from all the three channels in one live stream. So that's going to be exciting. It's going to be on November 9th at 3 p.m. German time. Then we have another French one on the 15th of December. So we have a ton of live streams coming up. So they're always pretty cool because you can chat with us, ask us questions. So yeah. Someone is asking, will you be making more videos in French and Spanish? We always make more videos in French. We haven't started with Spanish yet, so we're not making any videos in Spanish for the time being. We can't wait for the Lingoni mashup live stream. Yes, that's true. We can't wait. It's going to be, like I said, in December. December 9th. So that's going to be fun. November 29th. Did I say something else? No, I think that's what I said. Okay, so let's see. There are a lot of questions here. What is it going to be about? Next week is going to be about funny idioms. And I haven't memorized the other topics. But it's always going to be a lot of fun. It's going to be a lot of fun. You're the very first German teacher I discovered on the internet right from my country. I've been in Germany for almost 4 years now. Cool. Ich werde sicherlich versuchen, da zu sein. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag, Krishna. Schön, dass du da warst. Werden Sie da sein bei diesem Livestream? Ich weiß nicht, welchen du meinst, aber nächsten Sonntag werde ich da sein, ja. danke, Aldo. Danke, danke, danke. Es gibt jetzt mittlerweile sehr viele Lehrer. Die Konkurrenz wird stärker auf YouTube. Okay. Lynette sagt, ich finde euren Kanal schön. Keep it up. Danke, Lynette. Das ist sehr cool von dir. Hast du selbst ein Buch geschrieben? Nein, ich habe kein Buch geschrieben. Irgendwann vielleicht mal, wenn ich Zeit habe. Ich schreibe momentan ein paar Artikel. Das ist anstrengend genug. Ja, ich glaube, ihr habt keine... How can I get access to the German live streams, the schedule? So, the next one is always... you can always find the next one on YouTube. In the YouTube community, you can always find it. I'm not sure if the next one is already in the community. But anyway, you should always be able to see the next one. We always schedule that and publish it like a week in advance. So you should always see that a week in advance. And you can also find all of our live streams in the live stream playlist on all of the channels. We have a live stream playlist on each channel. So yeah. Danke, Ute. Okay, schön, ihr Lieben. Es war schön mit euch. Ich freue mich auf den nächsten Livestream und wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 15 Uhr. Okay? Bis bald. Tschüss. Tschö. Tschö.